Ja, heute ist der 4. Januar 2014. Die Pressekonferenz der Initiative in Gedenken an Nuri Jallo ist jetzt fast 2 Monate her. Die Pressekonferenz war sehr gut besucht. Es waren ca. 150 Leute dort und es waren Pressevertreter aus ganz Deutschland, aber auch aus Großbritannien und aus den USA dort, die durchweg die Ergebnisse, die dort präsentiert wurden, ganz ernst aufgenommen haben und dementsprechend dann gleich darauf Artikel in Zeitungen und anderen Medien erschienen, die gesagt haben, okay, die Selbstentzündungsthese, die ist nicht länger haltbar. Also da gibt es jetzt einfach Beweise, die aufzeigen, da muss Brandbeschleuniger im Spiel gewesen sein. Interessanterweise kam auf die Pressekonferenz auch die Staatsanwaltschaft von Dessau. Der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann war dort zusammen mit Herrn Braun, ebenfalls Staatsanwalt. Und die hatten auch den Gerichtsmediziner aus dem Prozess mitgebracht, aus dem Nuri Jallo-Verfahren gegen Andrea Schubert, den Herrn Professor Kauert. Und die drei, ja, die haben sich das halt angeschaut und danach gab es eine Erklärung von Herrn Bittmann, der sich dann dazu geäußert hat, zu dem, was er gesehen hat und ja, ziemlich am Stottern war und meinte, es ist uns alles aber ganz neu, damit hätten wir nie gerechnet. Diese große Medienaufmerksamkeit, die hielt dann so ganz intensiv eine Woche lang an, wo viele Journalisten anriefen und auch so mehr wissen wollten und auch so gedacht haben, okay, wir gehen da weiter rein und machen noch eine Hintergrundrecherchearbeit. Interessanterweise war das dann auch recht schnell wieder vorbei. Problematisch ist halt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau, also zusätzlich zu dem, dass sie im Nuri Jallo-Fall halt nicht ermittelt haben und bis heute keine Anhaltspunkte dafür sehen wollen, was da wirklich passiert sein muss, ermittelt die Staatsanwaltschaft Dessau gegen uns, gegen Mokta, gegen mich, gegen verschiedene andere Aktivisten in der Initiative. Gleichzeitig lehnen sie es aber ab, Anzeigen, die von uns erstattet werden, die sich gegen Nazis richten, gegen Leute, die uns in Dessau angepöbelt haben, rassistische Beleidigungen hervorgebracht haben. Diese Sachen werden von der Staatsanwaltschaft Dessau eingestellt. Und ich finde es ziemlich krass, dass es halt, obwohl jetzt das Brandgutachten raus ist und doch viele Leute gesehen haben, dass da die Dinge ganz, ganz falsch gelaufen sind, dass sie es trotzdem trauen, uns derart weiter öffentlich, also unter Druck zu setzen oder uns halt öffentlich dafür abstrafen wollen. Und ich bin gespannt, wie lange das noch so läuft. Also wann der Punkt erreicht ist, wo sie es nicht mehr machen können, weil dann die Öffentlichkeit halt sagt so, nee, es geht nicht mehr. Setzen nicht auf die Gerichte und ich glaube, das hängt ganz viel hängt von uns selber ab. Also das, was wir daraus finden werden oder das, was auch all die Leute, die das halt unterstützen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass viele Leute nach Dessau kommen und da auf die Straße gehen. Es ist halt ein Teil des Kampfes, also der Protest auf der Straße. Und gerade in Dessau ist das total wichtig, weil wir nerven die Leute da richtig. Nuri Jallo!